Hallo, es ist Dienstag und das heißt, es gibt wieder ein Video, was mit dem Thema Essen zu tun hat. Und heute habe ich mir gedacht, nehme ich euch mal den ganzen Tag mit, was ich so esse. Also so von morgens bis abends, was ich halt den ganzen Tag so esse. Ja, habe ich auch eben schon gesagt. Ich hoffe einfach, diese Art von Video gefällt euch auch. Es ist jetzt nichts, wo ich euch mehrere Tage mitnehme. Wie gesagt, es ist halt nur ein Tag. Aber ich habe auch so ein bisschen gezeigt, detailliert, wie ich das gemacht habe, was ich gegessen habe. Und dies soll auch keine Ernährungsanleitung sein oder sonst was. Ich esse natürlich auch nicht jeden Tag, so ist ja klar. Ist halt nur ein Tag von 365 Tagen im Jahr. Und ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Video. Und damit das Video nicht allzu kurz wird, wollte ich noch das Rezept mit reinnehmen, wie meine Mutter den Naturjoghurt selber macht. Sie macht den ja immer selber zu Hause. Und das habe ich so ein bisschen mitgefilmt und habe gedacht, hänge es an dieses Video mit hinten dran. Dann ist es nicht allzu kurz und vielleicht ein bisschen interessanter. Wer es dann nicht sehen möchte, kann ja dann abschalten. Und jetzt wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß bei dem Video und bis zum nächsten Mal. Los geht's mit dem Frühstück. Zum Frühstück habe ich so ein Ballonsbrot gegessen. Das haben wir bei Lidl gekauft. Das ist im Moment mein Lieblingsbrot. Da ist einfach Butter drauf, mein Lieblingskäse von Lerdamer, Paprika, Tomaten, Basilikum, Salatblatt und so geräucherte Hähnchenbrust. Als Nachtisch, den ich ja jetzt immer am Vormittag esse, hatte ich eine Milchschnitte. Als Zwischenmahlzeit gab es Birne und Apfel, habe ich mit meiner Mama geteilt. Und zum Mittagessen, das war glaube ich 14.30 Uhr, haben wir so einen Auberginen-Eintopf gegessen mit Lammfleisch. Da wird einfach das Fleisch unten angebraten, die Auberginen gewürfelt und drauf geschichtet. Dann kommt eine Schicht Tomaten drauf und Knoblauch. Und das wird dann einfach, ja, der Deckel wird zugemacht und das Ganze wird eingekocht. Und ja, schmeckt sehr, sehr lecker. Die Kinder essen das auch übrigens sehr, sehr gerne. Und dazu haben wir einfach Bulgurreis gegessen. Ja, das Fleisch ist noch am Knochen, wie ihr sehen könnt, aber ich mag das voll gerne. Und der Eintopf schmeckt richtig lecker und am nächsten Tag besonders gut. Und Estilla und Milan haben übrigens auch dasselbe gegessen. Die mögen Auberginen komischerweise wirklich sehr gerne. Am Abend hatte ich so ein, habe ich neu entdeckt, das ist so Skyru. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Das habe ich mir gemacht, weil ich nicht so großen Hunger hatte. Und dazu habe ich mir einfach ein paar Nüsse genommen, weil ich irgendwas zum Knabbern brauche. Und das war es dann auch schon. Für den Naturjoghurt haben wir 3 Liter Milch genommen. Ganz wichtig, dass es frische Milch ist. Und die wird in einen Topf gegeben. Die Milch wird aufgekocht, so circa 3 bis 4 Minuten, muss sie richtig köcheln. Dann wird sie von der Kochstelle genommen und muss auf 50 Grad runterkühlen. Das könnt ihr mit einem Thermometer nachkontrollieren. Und dann kommt ein Becher Naturjoghurt in die Milch. Das rührt sie auch nicht großartig rum, sondern ja, ihr seht ja gerade, wie sie es macht. Ganz, ganz wichtig halt, zwischen 48 und 50 Grad muss die Milch sein. Und ja, dann sollte der Joghurt eigentlich gelingen. Dann hat sie sich so eine Decke drunter gemacht, weil sie den Topf damit umwickelt, damit es die Milch auch schön warm hat. Und am nächsten Tag, wenn ihr den Topf aufmacht, habt ihr Naturjoghurt. So einfach geht das. Where